Nachdem der PC mehr oder weniger zusammengebaut worden ist, folgen natürlich noch ein paar Videos, geht es jetzt endlich mal mit einer neuen News-Ausgabe weiter. Heute geht es unter anderem um Tomb Raider, bzw. Rise of the Tomb Raider, The Order 1886 und natürlich auch um ganz viele andere interessante News, zum Beispiel YouTube. Da gibt es jetzt ab heute, glaube ich sogar, eine YouTube-App namens YouTube Kids, also eine extra für Kinder zugeschnittene Variante von YouTube. Das alles jetzt gleich in den News. Beginnen wir heute mal wieder mit einer YouTube-App. Nein, es geht jetzt nicht irgendwie um Ei aus Stahl, Jan Böhmermann, Dagi B oder wie die alle heißen. Das finde ich tatsächlich relativ uninteressant. Tatsächlich geht es um die YouTube Kids App. Die soll heute erscheinen. Und die ist tatsächlich speziell auf Kinder zugeschnitten, denn diese Diskussion gibt es wahrscheinlich jetzt schon seit längerer Zeit. Ich habe jetzt keine Kinder, deswegen kenne ich das nicht so, aber wenn man jetzt zum Beispiel seinen Kind vor YouTube setzt, also zum Beispiel ihm das iPad gibt und dann YouTube-Videos gucken lässt, zum Beispiel irgendwie die Kindersendung Benjamin Blümchen, was weiß ich, was es da gibt, und dann kommt vorher erstmal der Trailer zu Saw 5, Saw 6 oder keine Ahnung, was es da jetzt gibt. Das ist jetzt nicht wirklich kindgerecht, deswegen hat man sich schon seit längerer Zeit überlegt, beziehungsweise Eltern, verschiedene Eltern, viele Eltern sind auf YouTube zugegangen und haben gefragt, kann man denn da nicht irgendwie eine App entwickeln, die kindgerecht aufgebaut ist oder halt nur für Kinder, oder auf Kinder zugeschnitten ist. Und genau da hat man sich jetzt tatsächlich seit längerer Zeit wohl Gedanken gemacht und mehrere Entwickler, beziehungsweise ein großes Entwicklerteam natürlich von Google, hat sich zusammengesetzt, unter anderem auch Entwickler mit Kindern und externe Tester, Organisationen, die haben alle zusammengespielt und haben dann eine App entwickelt. YouTube Kids heißt die, wie gesagt. Und die ist tatsächlich, ja, speziell zugeschnitten für Kinder. Zum Beispiel wurden die Kommentare von der Benutzeroberfläche entfernt. Es gibt jetzt einen Timer, da können die Eltern dann entscheiden, wie lange sollen die Kinder denn vor dieser App sitzen. Zum Beispiel, ja, eine Stunde, dann nach Ablauf dieser Stunde schließt sich dann die App und die Kinder können diese App, wenn ein Passwort drauf ist, dann nicht mehr öffnen. Es sei denn, sie haben das Passwort natürlich. Außerdem sieht auch die Startseite anders aus. Es gibt 8 große Kacheln und da sind dann ganz große Bilder, Logos und alles mögliche von beliebten Kindersendungen, den beliebtesten Videos, populären Liedern und Bildungsprogrammen. Alles ein bisschen entschlackt und halt auf Kinder zugeschnitten. Außerdem kann man zum Beispiel mit dieser App oder innerhalb dieser App auch nach bestimmten Wörtern nicht mehr suchen. Also die Sicherheitsmaßnahmen wurden da angepasst, beziehungsweise da gibt es Sicherheitsmaßnahmen, bei YouTube selber gibt es da gar keine Sicherheitsmaßnahmen. Wenn man zum Beispiel als Kind dann da Sex eingibt, dann sagt dir die App einfach, nö, such doch mal bitte nach was anderem. Und ich muss sagen, das finde ich ganz cool mit der App, dass man sich das jetzt endlich mal überlegt hat, dass es auch umgesetzt worden ist. Allerdings, und das finde ich sehr wichtig, sollte man sich als Elternteil natürlich jetzt nicht einfach denken, ich setze das Kind jetzt mit dem iPad in einen Raum und dann wird es da von der App altersgerecht bespaßt, betreut oder sogar erzogen. Das ist auf jeden Fall der falsche Gedanke. Man sollte sich als Elternteil natürlich kritisch damit auseinandersetzen, was das Kind konsumiert. Es geht jetzt nicht nur um Videos, es geht auch um Spiele. Wenn das Kind zum Beispiel ein Spiel spielen will, dann sollte man sich auf jeden Fall daneben setzen und ihm das vielleicht auch erklären und ihm das einfach näher bringen. Natürlich sollte es auch ein Spiel sein, das altersgerecht ist. Es sollte jetzt nicht Dying Light oder so sein. Und so ist es halt auch bei Videos. Natürlich kann man das Kind dann mal für eine halbe Stunde oder so in einen Raum setzen, wenn es dann Benjamin Blümchen oder so guckt. Das ist ja in Ordnung. Aber man sollte sich natürlich nicht auf diese Apps oder auf die Technologie verlassen. Man sollte sich selber damit beschäftigen. Und man sollte das Kind nicht einfach dann, ja, wirklich in einen Raum abschieben, damit man dann Zeit für sich hat und so. Man sollte sich wirklich kritisch mit dem Ganzen auseinandersetzen. Und vielleicht das Kind auch multimedial erziehen, aber das ist nur meine Meinung. Ich bin ja noch kein Elternteil. Eure Meinung zu der App gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache und bin mal gespannt, wie denn diese Entwicklung hinsichtlich Kindererziehung von Apps und so in der Zukunft noch weitergehen wird. Und wir gehen weiter zu Evolve, der Multiplayer-Titel von Turtle Rock Studios, der Left 4 Dead-Entwickler und von Publisher 2K Games. Denn 2K Games hat auf seiner offiziellen Webseite jetzt eine interessante und umfangreiche Statistik zu dem Multiplayer-Titel veröffentlicht. Und zwar haben insgesamt bereits seit Release, das war ja der 10. Februar, also ist noch nicht so lang her, rund 6 Millionen Feuergefechte stattgefunden. Das ist schon eine ganze Menge. Außerdem hat man mittlerweile den Titel schon insgesamt mehr als 108 Jahre gespielt. Das ist auch recht lang. Natürlich alle Spieler zusammen, also ist kein einzelner Spieler. Das wäre ein bisschen
unrealistisch. Die längste Partie war übrigens 43 Minuten lang und die kürzeste 60 Sekunden, die ist also demnach dann relativ schnell entschieden worden. Der beliebteste Modus war der Modus Jagd, also in dem man dann mit dem Jägerteam das Monster jagt. Das Monster muss die dritte Evolutionsstufe erreichen und dann das Stromrelais kaputt machen, dann hat es gewonnen. Wenn das Monster vorher stirbt, haben die Jäger gewonnen. Das beliebteste Monster ist Goliath mit 37% und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wer hat denn jetzt häufiger gewonnen? Die Partei der Jäger oder das Monster? Und tatsächlich ist das Ganze relativ ausgeglichen, trotzdem hat das Monster leicht die Oberhand gewonnen oder momentan halt leicht die Oberhand gewonnen und zwar liegt das Monster bei 51,9%. Außerdem noch eine sehr interessante Statistik von Steam und zwar zu der Anzahl der PC-Spieler von Evolve und hätte ich gar nicht so gedacht, wobei es hatte sich abgezeichnet. Am ersten Tag, also am Release-Tag, am Veröffentlichungstag, am 10. Februar, haben insgesamt 27.116 Leute Evolve gespielt auf dem PC, also die PC-Version, ne, jetzt nicht Konsole, PC-Version. Und jetzt sind es noch rund 10.000 Leute, das heißt täglich sind 1.000 Leute abgewandert von Evolve. Und das liegt höchstwahrscheinlich einfach an der Langzeitmotivation. Ich habe den Titel ja selber jetzt schon ein paar Mal gespielt mit Curry und dem Mafuyu. Und es macht viel Spaß, das Gameplay ist cool, die Grafik ist cool, man braucht allerdings auch einen guten Rechner, aber irgendwie ist ja die Langzeitmotivation nicht ganz gegeben. Und ich bin mal gespannt, wie Turtle Rock Studios das in der nächsten Zeit dann in den Griff kriegen will oder wird. Man weiß es nicht, vielleicht mit neuen Inhalten. Keine Ahnung. Und kommen wir mal wieder zum Heist-Modus von GTA 5 zu den Raubüberfall-Missionen. Die lassen ja noch ein wenig auf sich warten, aber jetzt gibt es neue Informationen. Nein, nicht von Rockstar Games, sondern von einem anonymen Twitter-Nutzer und zwar von FunMW4. Der hat einige Bilder veröffentlicht auf seinem Twitter-Profil, die sich auf den Heist-Modus von GTA 5 beziehen. Unter anderem zu Fahrzeugen, Waffen und Ausrüstung. Da sieht man dann zum Beispiel jetzt ein Nachtsichtgerät, eine Leuchtpistole, einen Schalldämpfer für die Shotgun, einige Masken und auch ein Geländefahrzeug mit einem oder mit einer festmontierten Minigun obendrauf. Sieht sehr interessant aus. Ja, wie gesagt, Rockstar Games hat sich selber dazu eigentlich noch nichts irgendwie aus den Rippen leiern lassen. Also mit Informationen sind sie ja immer sehr sparsam. Keine Bilder, keine Informationen von Rockstar Games. Sie haben also auch nichts bestätigt oder dementiert. Und ja, wir warten einfach weiterhin dann auf die Heist-Mission. Mann, das kann auch dauern. Kommen wir zu unserem neuen Sorgenkind, The Order 1886. Dazu gab es ja bereits im Vorfeld einige ja, Diskussionen, hitzige Diskussionen über die sehr kurze Spieldauer. Und auch jetzt hat das Ganze nicht wirklich aufgehört, denn es gibt natürlich jetzt ganz viele Testberichte und die ganzen Magazine haben sich den Titel etwas genauer angeguckt. Unter anderem werden zum Beispiel die ja, nervigen Quicktime-Events angesprochen bzw. kritisiert, die überdurchschnittlich große Anzahl an Zwischensequenzen und natürlich auch weiterhin die kurze Spieldauer von 5 bis 8 Stunden. Man muss sich mal überlegen, das ist ein PS4-exklusiver Vollpreistitel für ungefähr 70 Euro. Es gibt keinen Multiplayer, keinen Koop-Modus, keine Collectibles, man kann also nicht wirklich ja, viel da machen, beziehungsweise der Wiederspielwert ist natürlich nicht sehr hoch, insofern ist die Kritik natürlich auf der einen Seite berechtigt. Ich habe ihn selber noch nicht gespielt, den Titel. Ihr könnt es natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Nun hat sich auch Ready at Dawns, das ist ja der Entwickler, Andrea Pessino nochmal zu diesem ganzen Thema gemeldet und auch gesagt, dass sie selber Fehler gemacht haben. Und dazu habe ich jetzt noch ein Zitat. Wenn man etwas Neues erschaffen möchte, geht das mit einigen Risiken einher, so Pessino. Und du entscheidest, welche du eingehen möchtest und welche nicht. Wir haben uns stark auf die Technologie, das Setting und das Geschichtenerzählen konzentriert, was eine Menge Ressourcen erforderte. Und diese fehlten offenbar an anderer Stelle. Offenbar stimmt das sogar. Ja, laut ihm sei er allerdings, oder also er hat jetzt gesagt, er ist mit den meisten Wertungen ja, nicht wirklich zufrieden, aber könne diese akzeptieren. Womit er allerdings nicht ganz zufrieden wäre oder sei, sind die Durchschnittsscores, also die Durchschnittswertungen auf Metacritic, zum Beispiel seitens der Fachpresse und der Spieler. Die liegt nämlich bei 65 von 100 möglichen Punkten, also nicht wirklich so hoch. Laut ihm sei eine 8 die deutlich realistischere Wertung. Aber wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Insofern eure Meinung mal zu The Order 1886. Unten in die Kommentare. Und natürlich darf auch die gute Lara Croft in keiner News-Ausgabe fehlen, denn zu Rise of the Tomb Raider ist jetzt ein neues Bild veröffentlicht worden. Nein, es sind ganz viele Concept Arts von Game Informer
jetzt veröffentlicht worden, und zwar zu der Ausrüstung von der guten Lara Croft. Unter anderem zum Beispiel ein taktisches Messer, ein Revolver, der Eispickel, damit sie dann zum Beispiel diese zugefrorene Eiswasserfälle, das ist doppelt gemoppelt, hochklettern kann, und ganz viele andere Ausrüstungsgegenstände. Also wie gesagt, da gibt es Konzeptgrafiken zu, die könnt ihr euch wahrscheinlich hier im Hintergrund mal angucken. Die sehen sehr interessant aus, und man sieht auch einfach, dass man wirklich auf die Details wirklich viel Wert legt. Zum Beispiel sieht man einfach natürlich diese ganzen Ausrüstungsgegenstände, wenn man sie denn dann hat oder darüber verfügt, sie gefunden hat oder selber hergestellt hat, sieht man sie wirklich bei sich am Körper. Das war ja im Serienreboot im letzten Tomb Raider auch schon der Fall, dass man zum Beispiel dann diesen Eispickel oder diesen Kletterhaken und so bei sich an der Hüfte baumeln gesehen hat. Also nicht bei sich, sondern bei der guten Lara. Und ich muss sagen, das gefällt mir wirklich sehr gut, wenn man dann wirklich die Ausrüstung auch sieht, die man dann dabei hat. Also optisch, das ist wirklich eine tolle Sache, und ja, ich kann einfach nur nochmal sagen, ich freue mich wirklich auf Tomb Raider. Es wird echt ein toller Titel, muss ich schon sagen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt der heutigen News-Ausgabe. Ich hoffe, ihr fandet das ganz interessant, die heutigen Themen, die ich angesprochen habe. Und natürlich, wie immer, eure Meinung gerne unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen, ja, Montag, Wochenbeginn. Und wir hoffen einfach mal, dass das Wochenende schnell kommt. Bis dahin, ciao. Willkommen, Freunde, zu einer neuen News-Ausgabe. Heute geht es unter anderem um YouTube Kids. Yay, das klingt richtig cool. YouTube Kids, voll hip und so. Trendwort 2015.